er kann, sollte vielleicht gucken, ob er irgendwo selbst was machen kann, aber jetzt nicht, um den Rest des Lebens in Trauer und Demut in einer Höhle mit Wollsocken zu verbringen, sondern damit wir ein bisschen Zeit gewinnen, um das System umzubauen. Das sagt Jan Hegenberg. Jan ist Blogger, Buchautor und Vortragsredner. Viele kennen ihn vielleicht von seinem Blog Graslutscher. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt das irgendwie clever anstellt und ein paar coole Videos macht und auf Instagram hochlädt und Leuten erklärt, dass die mit dem nötigen Kleingeld sich am besten jetzt schon mal ein E-Auto kaufen, dass man damit mehr CO2 vermeidet, als wenn man jetzt selber den Umstieg macht. Und damit herzlich willkommen zu Jetzt Klima machen, ein Podcast der Landeshauptstadt Stuttgart. In jeder Folge stellen wir eine Persönlichkeit vor, die fürs Klima anpackt und einfach mal macht. Mein Name ist Chris Veit und heute bei uns zu Gast ist Jan Hegenberg. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es zumindest so. Von vielen Seiten hört man immer wieder, ja, die Klimakrise, die können wir eigentlich gar nicht wirklich lösen. Und du sagst, auf jeden Fall können wir die Klimakrise lösen. Du beschreibst die Schritte dahin auch, finde ich, sehr genau und verständlich. Zum Beispiel in deinem Buch Weltuntergang fällt aus, auch ein Bestsellerbuch. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wie kommt ein ehemaliger BWL-Student wie du dazu, sich so, also wirklich so intensiv mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen? Ja, das ist eine Frage. Manchmal, wenn ich einen Vortrag halte, dann versuche ich sogar proaktiv zu beantworten, damit nicht alle Leute da sitzen und denken, wieso erzählt der mir das jetzt? Also das stimmt, ich bin weder Klimawissenschaftler, noch bin ich irgendwie Energietechniker oder sowas. Es gibt zu beiden Themen allein in Deutschland wahrscheinlich tausende Leute, die sich da besser mit auskennen und die mich in einer Fachdiskussion komplett an die Wand stellen würden. Meistens schreiben die aber irgendwelche Forschungsarbeiten, die sich jetzt nicht eignen, um die mal im Urlaub auf der Liege irgendwie durchzulesen. Und das habe ich halt gemacht. Und ja, ich komme im Prinzip von derselben Seite wie du. Ich habe auch lange diese ganzen Hiobsbotschaften gelesen, die natürlich auch ihre Berechtigung irgendwo haben. Aber mir hat auch mal der Lösungsansatz gefehlt. Und das Schöne ist, 2024 sind wir in der Situation, es gibt für fast alle Emissionsquellen irgendeine Lösung, wir müssen sie halt nur ergreifen. Und die Situation sah vor 15 Jahren viel, viel düsterer aus. Mittlerweile ist wahnsinnig viel passiert und da lohnt es sich wirklich noch zu kämpfen. Wie die Lösungen aussehen können, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Lass uns mal noch kurz bei dir bleiben. Weshalb war das dir so wichtig oder ist es dir nach wie vor so wichtig, dir so eine Expertise in dem Themenfeld aufzubauen? Ja, also es ist natürlich so, wenn man, ich bin halt wieder auf Social Media unterwegs, ich habe diesen Blog vor 10 Jahren gestartet, damals mit Thema vegane Ernährung, da bin ich jetzt nicht komplett von weg, aber da ist jetzt Energiewende eigentlich das Hauptthema und es macht mich wahnsinnig sauer, wenn ich im Internet lese, wie Leute, die gar keine Ahnung haben, irgendwelchen Käse dazu erzählen und ja, irgendwann sitzt man davor und denkt, ich glaube, das ist Quatsch, aber ich kann nicht erklären, warum es Quatsch ist. Und dann muss man sich entweder bei Leuten eine Meinung holen, die da Experte für sind, oder man liest sich einfach durch die ganze Literatur dazu. Das habe ich halt gemacht und weiß es danach dann selber und wird zu so einem Nerd wie der Willen, was das Thema angeht. Aber ja, ich finde es halt super wichtig. Also Klimakrise ist halt eins der prägenden Themen der Menschheit, würde ich mal sagen, für die nächsten 10, 20 Jahre und im Prinzip auch ein bisschen darüber hinaus, denn die Erwärmung, die bereits stattgefunden hat, die können wir jetzt nicht einfach so zurückdrehen. Also wir werden uns damit langfristig beschäftigen müssen. Und bislang ist es so, ein kleiner Teil der Bevölkerung beschäftigt sich damit und sucht Lösungen und ein großer Teil hofft, glaube ich, dass das Thema irgendwie wieder verschwindet. So wie, Spekulatius im November im Supermarkt, dass man sagt, ich halte jetzt einfach ein bisschen die Augen zu und in 2 Monaten liegen da wieder Südfrüchte. Ist leider nicht so. Also da müssen wir uns wirklich drum kümmern. Aber das Schöne ist, dass es da halt wirklich konkrete Lösungen gibt. Und ich glaube, eine Menge Menschen haben auf das Thema einfach keinen Bock mehr, weil für sie das heißt, verzichten, keine Sachen machen dürfen, die Spaß machen und solche Sachen. Und ich glaube, das ist so eine Fehlkommunikation. Und damit möchte ich ganz gerne aufräumen. Du hast ja jetzt mit Weltuntergang fällt aus, weil du es gerade angesprochen hast, viele sind es leid, das Thema anzugehen oder auch drüber zu sprechen, viele Menschen mit erreicht. Ist es auch das Ziel deiner Arbeit, dass du möglichst viel, sage ich mal, Bewusstsein und Aufklärung schaffen willst? Oder was würdest du sagen, ist das Ziel, das du mit deiner aktuellen Arbeit verfolgst?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja schon hunderte schlaue Bücher und Blogs und Artikel zu dem Thema. Das Problem ist bei vielen, glaube ich, dass sie kaum Menschen erreichen, die das nicht sowieso schon wissen. Also ein Artikel, der, in dem es darum geht, keine Ahnung, welche Gletscher gerade wie schnell schmelzen. Ich fürchte, das liest sich niemand durch, der, keine Ahnung, Klimaleugner ist. Oder auch sagt, okay, ich interessiere mich nicht für die Lösung oder sowas. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen anders kommunizieren, um auch die Leute zu erreichen, die da unentschlossen sind. Also mein Buch wird bestimmt niemanden vom Klimaleugner zum Klimaschützer machen, aber die Menschen, die in der Mitte sind und sich nicht sicher sind, wer da gerade Quatsch erzählt, die müssen wir irgendwie erreichen. Das Erreichen, da spielen Medien auch eine wichtige Rolle, das beschreibst du auch in deinem Buch. Ich finde es auch wirklich verrückt, weil irgendwie gefühlt wird alles sauberer, auch hier, wo ich sitze in Stuttgart, und trotzdem berichten ja viele Medien darüber, sobald es eine Technologie gibt, die irgendwie was Positives hat, dass so viele Ressourcen dafür benötigt werden und dass es alles quasi gar keinen Sinn mehr macht. Hast du da eine Erklärung für, warum die Medien da so eine Schreibe haben oder so eine Berichterstattung aktuell? Ja, ich glaube, es sind zwei Gründe. Also einmal arbeiten bei Medien natürlich auch ganz normale Menschen, die selber irgendeine Meinung haben. Und wenn das dann ein Mensch ist, der, keine Ahnung, 30 Jahre lang Verbrennermotor gefahren ist und da irgendwie eine Liebe für irgendein Auto entwickelt hat, dann hat er natürlich auch selber eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Unlust, sich mit dem Thema zu befassen, weil das bedeutet, er muss sein liebgewonnenes Hobby irgendwie aufgeben, wobei das so gar nicht stimmt. Also irgendjemand, der einen Oldtimer hat und den einmal im Jahr irgendwie 200 Kilometer irgendwo hinfahren will und der fährt mit Benzin, der kann das auch in Zukunft noch machen, muss nur gucken, wo er das Benzin herbekommt. Und die schreiben natürlich auch Artikel. Die schreiben dann Artikel und versuchen natürlich irgendeinen Weg zu finden, warum das alles Blödsinn ist. Oder keine Ahnung, Stefan Aust, der ehemalige Chefredakteur vom Spiegel, hat eine riesen Story schreiben lassen, warum Windkraft ganz böse ist, weil er nicht wollte, dass bei seinem Gestüt nahe Hamburg irgendwie Windräder in der Nähe installiert werden. Also manchmal sind es auch ganz persönliche, ja, wie soll ich sagen, also wirklich infantile Gründe. Und dann, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist. Ich habe das Gefühl, dass Medien halt generell oft einen Fokus darauf haben, was ist eigentlich alles schlecht? Was ist heute alles Schlimmes passiert? Wo ist die nächste Hiobsbotschaft? Und da passt natürlich, okay, wir haben ein Riesenproblem, das ist Klimakrise. Und da gibt es immer eine technische Lösung, aber die ist auch wieder nicht gut. Das ist natürlich, ja, das passt in dieses Schema gut rein. Okay, noch ein Problem, noch ein Problem. Und es ist auch so ein bisschen Status Quo Bias. Da ist irgendwas Neues und ich habe immer das Gefühl, dass gerade deutsche Medien dann erstmal gucken müssen, ob da irgendwo ein Pferdefuß ist. Ich weiß nicht, ob es bei amerikanischen Medien vielleicht in der Tendenz ein bisschen anders ist, aber gerade was Umweltthemen angeht, unterliegen ganz viele Medien diesem Ding. Ich muss jetzt erstmal ganz lange graben, um irgendwas zu finden, was daran auch schlecht ist. Was ja auch im Grunde okay ist. Also man kann ja gerne sich auch nachher angucken, wo kommen eigentlich die Rohstoffe dafür her. Aber dass man abschließend trotzdem mal sagt, okay, pass mal auf, die Rohstoffe kommen da und daher. Aber im Vergleich zum Status quo ist es immer noch viel, viel, viel besser oder viel weniger schädlich. Das würde eigentlich alles, dann wäre es okay. Dann könnten sich alle ein Bild machen. Aber ja, dieser reine Fokus nur auf die schlechte Seite davon, der ist natürlich extrem destruktiv. Du hast ein paar wichtige Gründe, finde ich, angesprochen. Es ist ja trotzdem so, dass die Medien, die Leitmedien, die es ja auch sind, es ist nicht nur die Zeitung mit den vier Buchstaben, die die Thematik berichtet, sondern ja auch andere Medien, große Medien, die viele Hörer, Leser, Zuschauerinnen haben. Hast du da einen Ansatz oder eine Lösung, wie wir das schaffen können? Weil meiner Meinung nach, vielleicht siehst du es auch ganz anders, sind die Medien ja auch ein wichtiger Teil, um die Wende hinzubekommen, beziehungsweise die Aufklärung auch für die Menschen zu schaffen. Wie du es gesagt hast, dass nämlich die neue Technologie, wie zum Beispiel E-Autos, dass es ja nicht unbedingt das Ende ist, aber aktuell einfach eine sehr gute Sache und besser als Verbrenner ist. Ich glaube auch, dass man das schon beobachten kann. Also die Medien werden natürlich nicht verschwinden. Wir müssen die halt, wie soll ich sagen, für uns gewinnen, obwohl das klingt jetzt so umstürzlerisch. Aber es ist ja so, also so neue Entwicklungen, die müssen ja immer erstmal in so einer Gesellschaft ankommen. Und gerade wir Deutschen, wir waren so ein bisschen im, ja, schon in so einem Dämmerschlaf, was Energiewende anging für viele Jahre. Also ich auch, ich habe das auch viel zu spät eigentlich auf dem Schirm gehabt, während in Skandinavien das Thema schon lange eigentlich auf der Agenda ist. Und
ich glaube, dass auch die Medien, wie auch der Rest des Landes, ja, sich erstmal mit dem Thema anfreunden muss und es auch einen gewissen Prozess bedarf, dass das sich wirklich durchsetzt. Also ich bringe mal ganz gerne das Beispiel. Vor 10 Jahren musste ich große Debunking-Artikel darüber schreiben, dass Vegetarier den Regenwald nicht extrem kaputt machen, weil sie halt Soja konsumieren. Und das war damals echt Headline in ganz vielen großen Medien. Und nicht nur bei den 4 Buchstaben, das stand auch beim Spiegel, das stand bei der FAZ. Naja, vegetarische Ernährung, gut für das Klima? Und dann wird da irgendwie erklärt, ja, wie viel Soja aus Südamerika kommt und wie viel Regenwald dafür vernichtet wird, bla 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 bla. Und die Krux ist natürlich, dass dieses Soja hauptsächlich zu Tierfutter wird und deswegen der Vorwurf lächerlich ist. Und dieser Vorwurf, den liest man jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und wenn man ihn irgendwo liest, dann ist meistens die Kommentarspalte schon voll mit Leuten, die, glaube ich, gar nicht zwingend sich vegetarisch oder vegan ernähren, die aber trotzdem sagen, Leute, das stimmt nicht, das Soja aus dem Regenwald, das ist Tierfutter. Und ich glaube, dass wir das auch mit den anderen Themen schaffen können und auch werden. Denn ja, ich sag mal, das sind halt so Lernprozesse. Und ja, auch die Menschen, die Journalismus machen, müssen manche Dinge erstmal lernen. Und wir sind halt wirklich, wir haben einen ganz großen Lernprozess vor uns. Also vor 3 Jahren, wenn man da in Deutschland jemanden gefragt hat, wie kann man eigentlich klimaneutralen Haus heizen, da werden die meisten ja keine große Antwort gewusst haben. Also das Wort Wärmepumpe war eigentlich im deutschen Sprachschatz kaum vorhanden. Und da müssen wir natürlich jetzt so eine ganz steile Lernkurve hinlegen. Und das müssen die Medien auch machen. Aber ich bin guten Mutes, dass die seriös arbeiten, das auch tun. Es dauert nur leider Zeit, die wir ja halt nicht haben. Ne? Aber ich wette, die Debatte sieht in 10 Jahren anders aus. Mhm. Glaubst du dann auch, gerade weil du es angesprochen hast, wir müssen sie für uns gewinnen, die Medien, also für die Menschen, die eben aufzeigen wollen, wie gerade der Status quo ist und wo es hingehen kann, dass es eben Menschen vermehrt, ich nenne jetzt einfach mal, wie dich braucht, dass einfach Leute darüber berichten, die eine große Reichweite haben? Oder glaubst du, dass es anders, also glaubst du, dass es anders gar nicht geht, um die Medien dahin zu bekommen, dass sie auch darüber stärker berichten? Ach, ich glaube, die Medien, die wirklich journalistisch arbeiten, ich glaube, die haben auch ein Eigeninteresse daran, richtig zu berichten. Da gibt es natürlich immer Querschläger, aber ich glaube, so im ganz Großen und Ganzen gibt es nicht, keine Ahnung, die irgendwelche bösen Verschwörungsleute, die bei Medien arbeiten und die zwingend auf lange Sicht alle Menschen dumm halten wollen. Also klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt natürlich ein paar Leute, die generell irgendwie ein Problem haben und dann komische Sachen schreiben. Aber das gab es immer schon. Also dazu muss man nicht die Klimakrise hervorholen. Aber ich glaube, das sind die krasse Ausnahmen. Also die meisten Menschen, die Journalismus irgendwann studiert haben, die werden auch Journalisten sein wollen und sowas richtig berichten. Ich glaube, die brauchen eine gewisse Zeit, aber das braucht es natürlich, aber ich glaube, es braucht es auch im Kleinen. Also nicht alle Menschen lesen jeden Tag Zeitung oder einen Spiegel oder die Zeit. Ich glaube, wir können da alle was machen. Deswegen, es hilft natürlich, wenn Leute wie ich jetzt auf Facebook große Accounts irgendwie erstellen und da viele Menschen erreichen, klar. Aber ich erreiche natürlich auch nicht alle. Also mein Erfolg, in Anführungszeichen, der liegt hauptsächlich daran, dass ganz viele Leute lesen, was ich schreibe und das teilen. Und damit dann zu ihren Freunden, Nachbarn, Bekannten, Verwandten gehen und das da eben weitertragen. Denn ansonsten wäre meine Reichweite auch sehr begrenzt. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Also klar, es wäre sehr hilfreich, wenn die Medien da langsam aufwachen würden und ja nicht mehr irgendwelchen Käse über Lithium irgendwie erzählen oder zumindest nicht so, als wenn so frame, als wenn E-Autos deswegen keine Option wären. Aber wir müssen das auch im Privaten machen. Und ich weiß, dass das manchmal schmerzhaft und super nervig ist und manchmal hat man auch keinen Bock drauf, ich auch nicht. Aber wenn man schon mal in der Diskussion ist, dann ist es natürlich gut, wenn man manchen Personen zumindest ein paar Fakten drüber bringen kann. Man muss sich jetzt nicht zu großen E-Auto-Fans machen, aber zumindest ihnen sagen, pass mal auf, das und das und das, das stimmt so einfach nicht. Und darauf kann man ja auch einen Konsens dann bilden und dann kann man gucken, was die Person daraus macht. Aber ja, das ist im Prinzip was wir alle machen können und ich fürchte auch müssen. Hast du da einen Tipp? Du hast es gesagt, du hast mit Facebook gestartet, dein Blog Graslutscher, jetzt die Bücher. Du hast ja mittlerweile eine riesen Reichweite. Wie hast du das angestellt? Also kann das jeder von uns schaffen, zu dem Thema so eine riesen Reichweite aufzubauen? Ja, ich vermute mal, es
kann nicht jeder schaffen. Ansonsten würden es wahrscheinlich die meisten Leute machen. Es klingt jetzt super narzisstisch irgendwie. Ah, klar, niemand so wie ich. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die ja viel größere Accounts haben als ich. Ich wette, die haben auch ein paar gute Tipps, was ich noch besser machen könnte. Also ich glaube, das Wichtigste, um so einen Account sich zu machen, ich weiß auch nicht, ob Facebook jetzt die beste Idee ist, so im deutschsprachigen Raum gibt es vielleicht ein paar andere sozialen Medienplattformen, die ein bisschen dynamischer sind, bei denen so followermäßig noch ein bisschen mehr passiert. Ich glaube, das Wichtigste, um irgendwie Menschen für sowas zu begeistern, ist, dass man sich selber dafür begeistern kann. Und dann ist es eigentlich auch egal, welches Thema das ist. Wenn man jetzt sagt, boah, Energiewende, das ist vielleicht wichtig, aber komme ich einmal nicht rein, ist mir zu viel Technik und Zahlen fixiert. Ich möchte Menschen eher davon überzeugen, keine Ahnung, sich heimische Pflanzen auf dem Balkon zu ballern, damit da auch ein paar Insekten Futter finden, dann mach das. Und ich glaube, wenn man da richtig drin aufgeht und dafür lebt und da Freude dran hat, dann kann man diese Freude ganz natürlicherweise an andere Menschen transportieren. Ich vermute mal, ein gewisses Talent für Schreiben oder Reden hilft da. Ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen auch einfach, ja, wie soll ich sagen, sich unwohl fühlen, vor einer Kamera oder einen Text zu schreiben. Deswegen, ich weiß nicht, ob alle das machen, aber ich wette, viele können das machen. Und also es ist jetzt nicht so, dass ich vor 10 Jahren das geplant habe. Ne? Ich habe nicht 2014 gesagt, oh, ich gründe jetzt einen Blog und in 10 Jahren bin ich großer Energiewende-Influencer. Das ist eher durch Zufall entstanden. Und ich war ITler und habe damit auch mein Geld verdient. Und jetzt bin ich hauptberuflich Blogger und Autor. Das ist aber nicht geplant gewesen. Und ich freue mich natürlich, dass es so gekommen ist. Aber ich glaube, manche Sachen kann man auch nicht planen. Ja, und Konsistenz wahrscheinlich auch, ne? Einfach die Regelmäßigkeit, die man ja bei dir auf jeden Fall sieht, zu posten. Ja, gut, er hat jetzt ein Beispiel, weil ich gerade wahnsinnig inkonsistent gepostet habe. Aber ja, das stimmt natürlich. Also wenn man irgendwie einmal im Jahr was schreibt, das hilft jetzt nicht gerade, um eine große Followerschaft aufzubauen. Aber also mit Menschen interagieren, auch was posten und dann auf Kommentare eingehen, wirkt Gold, weil Menschen sich dann gesehen fühlen und ja, nicht nur wie im Schulunterricht, wo es Frontalunterricht irgendwie die ganze Zeit gibt. Das hat mich auch mal wahnsinnig genervt. Tipp Nummer 1, Fehler zugeben. Also ich habe ganz viele Leute beobachtet, die sich irgendwann in Kleinkriege verstricken und dann sich über irgendein Thema wahnsinnig streiten und da ihre ganze Zeit und Energie reinpacken. Ja, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie bei irgendwas falsch gelegen haben. Aber surprise, wir alle liegen irgendwann mal bei irgendwas falsch. Und es gibt nichts Befreienderes, als einen Post zu schreiben und sagen, ey Leute, in meinem letzten Artikel habe ich einen Fehler gemacht und der ist da und die Korrektur ist die. Und niemand nimmt das einem übel. Im Gegenteil, die meisten Menschen finden es beruhigend zu sehen, dass man auf Korrekturen eingeht und eben nicht in Trump-Manier dann sich in irgendwelche noch größeren Fehler reinsteigert. Ich würde mit dir gerne noch kurz über die Politik sprechen. Das darf man beim Smalltalk ja eigentlich nicht machen, aber den machen wir hier zum Glück nicht. Eine kleine Ausnahme. Genau. Wie siehst du denn die politische Lage aktuell zur Klimakrise in Deutschland, beziehungsweise wo und wie siehst du die Politik aktuell gefordert? Ich finde es ein bisschen enttäuschend, wie wenig Platz das Thema immer so hat, sobald irgendwelche anderen Themen aufflammen. Ich weiß, das ist jetzt nicht nur der Politik geschuldet, das sind auch wieder Medien und wir als Gesellschaft so ein bisschen daran schuld, weil wir Menschen auch echt große Probleme damit haben, so mehrere Probleme gleichzeitig in unserer Aufmerksamkeit zu belassen. Also ich auch, ich weiß, aber da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen daran gewöhnen, dass ein paar von diesen Dingen jetzt erstmal so ein paar Dauerprojekte sind. Also es ist nicht so, dass wir, keine Ahnung, jetzt, also vielleicht ist es für manche Menschen auch tröstlich, dass es jetzt erstmal 4 Wochen lang nur um Migration und weiß nicht was geht. Ich persönlich denke da immer, ihr vergesst da irgendwie was. Also jetzt, es ist jetzt egal, ob es Migration ist oder keine Ahnung. Vor 5 Jahren haben wir, keine Ahnung, war jeden Morgen die Schlagzeile, wie es aussieht im Obergrenzenstreit zwischen Frau Merkel und Herrn Söder. Und ich habe immer geguckt, wie viel Parts per Million CO2 wir in der Atmosphäre haben. Und das ging immer in eine Richtung. Ich habe gedacht, boah, wann kümmern wir uns um dieses Problem? Und ja, ich fände es schön, wenn da ein bisschen mehr, Konsequenz drin wäre. Es würde mir schon reichen, wenn wir einfach einmal pro Monat, keine Ahnung, wenn die Regierung dann ein Statement geben müsste, okay, wo sind wir beim Klimaschutz? Was ist passiert? Wahrscheinlich gibt es das sogar irgendwo, aber es
wie soll ich sagen, es hat nicht die Reichweite, die ich mir wünschen würde. Einfach um den Menschen zu zeigen, pass auf, das Thema ist nicht weg, ne? Wir müssen uns das weiter angucken. Ja, und dann, wie bei allen anderen Themen auch, viel zu wenig Fakten, viel zu viel schielen auf irgendwelche Wählerstimmen, gucken, okay, sind irgendwelche Leute sauer, wenn es irgendwann keine Verbrenner mehr gibt? Ich habe irgendwie das, also auf mich wirkt das immer so, als wenn unsere Gesellschaft früher so ein bisschen härter im Nehmen gewesen wäre und sich damit besser arrangiert hätte, dass es jetzt mal irgendwas, dass es eine Veränderung gibt, dass wir mit irgendwas nicht mehr so weitermachen können. Das, keine Ahnung, als in den 70ern irgendwie Ölkrise war und es hieß, okay, wir müssen jetzt irgendwie am Wochenende auf Autofahrten verzichten, denn wir haben zu wenig Benzin, werden auch nicht alle toll gefunden haben, aber das wird irgendwie durchgezogen. Und ich habe manchmal, frage mich manchmal, ob das heute auch noch durchgezogen werden könnte, denn wir hatten ja auch Energiekrise vor 2-3 Jahren. Und da gab es dann irgendwie einen Tankrabatt und irgendwelche Sachen, um das möglichst abzufedern. Dabei, ja, war die Regierung ja gar nicht schuld daran. Also Energiekrise war ja ein europaweites Phänomen. Und da würde ich mir echt wünschen, dass es mehr Menschen in der Politik gibt, die sich trauen, den Menschen zu sagen, was Phase ist. Zu sagen, wir stehen hier und wir müssen das machen, um das zu lösen. Und wenn wir es jetzt nicht machen, dann müssen wir später noch mehr machen. Je länger wir damit warten, desto schmerzhafter wird das. Das ist so wie bei Volkswagen, der Sanierungskurs. Da schreien jetzt alle auf, dass es da wahrscheinlich zu Entlassungen kommt. Und keine Ahnung, ein paar andere sagen, nein, wir versuchen das zu verhindern. Ich fürchte, das ist genau dasselbe Thema. Wenn wir das jetzt nicht machen oder wenn Volkswagen das jetzt nicht macht, dann wird es in 4 oder 8 Wochen oder Monaten noch viel schlimmer werden und dann werden die Einschnitte noch krasser werden, weil das Probleme sind. Ja, die verschwinden halt nicht von alleine und da würde ich mir mehr Ehrlichkeit wünschen. Und ich bin wahrscheinlich jetzt Person Nummer 10.000, die sich das von der Politik wünscht, irgendwo weltweit. Aber was glaubst du, wie können wir das hinbekommen? Wie kann das transparenter, ehrlicher werden, dass Menschen, die eben so viel Macht, sage ich mal, haben, auch dazu stehen, wie du es gerade genannt hast, und einfach ehrlich kommunizieren? Ja, gut, wahrscheinlich ist es auch persönliche Prägung. Also es gibt wahrscheinlich ein paar Menschen in der Politik, die kriegt man gar nicht dazu. Kommt darauf an, wen wir wählen. Also wählen wir Menschen, die ehrlich zu uns sind und sagen, ey, da ist jetzt ein großes Problem und das Lösen des Problems macht nicht immer nur Spaß, aber wir müssen es machen. Oder wählen wir Leute, die sagen, nein, da gibt es gar kein Problem und kauft euch am besten einen Kasten Bier, setzt euch auf den Balkon und betet, dass es verschwindet. Ja, wenn man natürlich zu viele Menschen aus Kategorie 2 wählt, dann bekommt man auch solche Politik und irgendwelche ja, verschwurbelten Antworten auf Pressekonferenzen darauf, was jetzt passiert. Ich glaube, das haben hauptsächlich wir in der Hand. Und ich meine, klar, es kann natürlich sein, dass sich so eine politische Kultur verändert und in Zukunft es normaler ist, ehrlicher zu kommunizieren. Aber ich weiß nicht, ob wir das in der Hand haben. Ich glaube, das ist was, das kann man in sein Nachtgebet mal einschließen. Ja, oder einfach Vertrauen haben, ne, dass es dann auch gut kommt. Weil ich finde, das hast du in deinem Buch auch immer wieder gesagt, dass man ja auch die Hoffnung nicht verlieren soll. Und das tust du auch nicht. Und ich fand da eine Stelle spannend, die ich mir auch explizit rausgeschrieben habe. Du sagst nämlich, wenn wir das Klimaziel bis 2050, also die 1,5-Grad-Marke, schaffen wollen, dann hat jeder Mensch, muss ich hier gerade ablesen, nur 1,5 Tonnen CO2 zur Verfügung. Und aktuell verbrauchen wir, glaube ich, so um die 10, 11 Also in Deutschland. In Deutschland emittieren wir so, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr waren wir dann bei 9 oder 8,5, da ist es ja schon runtergegangen, aber deutlich drüber einfach. Ne? Genau, ja. Und es ist ja wirklich deutlich drüber, wie du sagst. Du verlierst den Mut dann nicht, viele tun es, auch mit denen ich spreche, die sagen, ja komm, ich als Einzelner, was soll ich jetzt da überhaupt noch machen? Was ist denn, du hast ja schon ein bisschen gesagt, dein Ansatz, beziehungsweise wie kann ein Ansatz aussehen, dass wir es praktisch wirklich schaffen können, den CO2-Pro-Kopf-Ausstoß so immens zu reduzieren? Das sind im Prinzip, ja, also ist jetzt für Leute aus der Klimaforschung keine krasse Überraschung, aber die Lösung ist jetzt nicht, dass wir persönlich unseren CO2-Fußabdruck auf 1,5 Tonnen pro Jahr runtersenken. Das ist ja immer das, was viele Menschen damit verknüpfen und was ehrlicherweise ihnen auch oft so erklärt wird, was natürlich kompletter Quatsch ist, kann niemand oder können die allerwenigsten. Ich habe es jetzt aus beruflichem Ehrgeiz mal versucht, damit ich
ja, als Klimablogger ist natürlich blöd, wenn ich irgendwie einen CO2-Fußabdruck von 20 Tonnen hätte. Wie unglaubwürdig wäre das? Hast du geschafft, auf 1,5 zu reduzieren? Nee, ich bin auf 4 Tonnen gekommen. Also mit Autoverkaufen, nicht mehr fliegen, vegan essen, Secondhand-Klamotten und halt generell wenig Konsum. Das klingt jetzt immer so, als wenn ich irgendwie die DDR bei mir zu Hause wieder aufleben lassen wollte. Ich kann alle beruhigen, ist nicht so. Ich habe einfach wenig Interesse an so materiellen Quatsch. Also ich brauche keine Rolex-Uhr und kein großes Auto. Ein Gaming-PC und ein Handy reichen mir meistens für mein Glück und eine intakte Familie. Da habe ich natürlich Glück, dass das bei mir so ist. Damit bin ich bei 4 Tonnen. Ich könnte es noch ein bisschen runterkriegen, wenn ich irgendwo hinziehen würde, wo ich nicht in einer Altbauwohnung mit Gasheizung leben würde. Aber auch dann bin ich, glaube ich, noch deutlich über 3 Tonnen. Und dann wird es auch echt schwierig. Dann kann ich selbst nichts mehr machen. Und dann ist auch der Punkt erreicht, wo eine weitere Verringerung, ja, weiß ich gar nicht, ob das sinnvoll wäre, weil dann würde ich eine riesige Energie und Zeit investieren, um nochmal irgendwo 50 Gramm weniger rauszukitzeln. Und hätte aber keine Energie mehr, über das Thema zu informieren. Und da ist genau der Punkt, den sich eigentlich alle Menschen klar machen müssen. Bis wohin macht es Sinn? Also es gibt natürlich einen sinnvollen Ansatz, dass man sagt, okay, muss ich wirklich 10-mal pro Jahr fliegen? Das hat einen sehr großen Impact. Oder muss ich jeden Tag irgendwie Fleisch essen? Das hat auch einen großen Impact. Aber irgendwo ist dann so eine Grenze erreicht, wo noch mehr Mühe geben, sich persönlich, glaube ich, ja, weiß nicht, ob das sich das noch lohnt. Und der Punkt ist eben, das ist auch nicht die Lösung. Also da ist dann der Punkt erreicht, wo viele Menschen verzweifeln und sagen, okay, ich bin jetzt mit ganz, ganz viel Mühe bei 5 Tonnen angekommen, aber was ist jetzt? Ja, und das ist eben der Punkt, das müssen wir als Gesellschaft umbauen. Niemand kann das allein irgendwie hinkriegen. Die ganzen Restemissionen sind öffentliche Emissionen. Ich kann nicht irgendwie, ich habe keinen Einfluss darauf, was die Bundeswehr macht. Ich habe auch keinen Einfluss darauf, keine Ahnung, wie unser Außenministerium mit Flügen umgeht und all solche Sachen. Da ist eine Tonne, dann kommen irgendwie noch öffentliche Infrastruktur. Das kann ich ja auch nur bedingt beeinflussen. Das heißt, da müssen wir als Gesellschaft zusammenarbeiten. Und das Schöne ist, genau das machen wir halt schon. Die Emissionen sinken ja die ganze Zeit. Also eine Person vor, ich glaube, 20 Jahren hat mit demselben Verhalten in Deutschland direkt ein paar Tonnen mehr ausgestoßen. Und jetzt emittieren wir ja 9 bis 10 und ja, vor 20 Jahren war es, glaube ich, 14 bis 15 oder irgendwie sowas, ohne dass irgendjemand sein persönliches Leben ändern muss. Und das ist die große Botschaft an der Stelle. Da arbeiten wir weiter. Aktuell dekarbonisieren wir den gesamten Energiesektor, vornehmlich erstmal die Stromerzeugung, weil das am schnellsten geht. Und das geht gerade wahnsinnig schnell. Also wenn man sich die Netto-Stromerzeugung anguckt, die lag vor, ich glaube, 3 Jahren erstmals bei 50% erneuerbaren im Netz. Und aktuell liegen wir bei 65% erneuerbaren im Netz. Also aufs Jahr gesehen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen sinken, weil der Winter immer ein bisschen fies ist, was das angeht. Also vor allem Dezember. Aber trotzdem sind das halt sehr, sehr große Schritte. Und diese Schritte machen unser aller CO2-Fußabdrücke kleiner, ohne dass wir irgendwas ändern. Und das ist genau die Idee. Jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sich ein bisschen zurücknehmen. Gerne auch, ich weiß, das Wort Verzicht ist mal total aufgeladen und Leute denken, ich will jetzt, den Sozialismus wieder ausrufen. Will ich nicht, keine Sorge. Aber wer kann, sollte vielleicht gucken, ob er irgendwo selbst was machen kann. Aber jetzt nicht, um den Rest des Lebens in, weiß ich nicht, Trauer und Demut in einer Höhle mit Wollsocken zu verbringen, sondern damit wir ein bisschen Zeit gewinnen, um das System umzubauen. Und wenn wir es umgebaut haben, dann ist es recht egal, ob jemand mit dem Auto seine Oma besucht in 50 Kilometer Entfernung, weil das Auto dann CO2-neutral fährt. Und es ist auch egal, ob der seine Heizung auf 23 Grad setzt, weil es auch CO2-neutral dann funktioniert. Und das ist der Weg, den wir im Auge haben sollten. Nicht, dass wir alle jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ganz viel verzichten müssen, sondern dass wir uns jetzt ein bisschen am Riemen reißen, um dieses Großprojekt schneller umsetzen zu können, damit am Ende die folgenden Generationen halt nicht mit 2,0, sondern vielleicht 1,6 Grad Erwärmung klarkommen müssen. Und damit haben wir damit würden wir praktisch unserer Verantwortung deutlich mehr gerecht werden. Ich glaube, man hört ganz gut raus, dass Proaktivität einfach was Wichtiges ist. Also, dass man selber
mal reflektiert, drüber nachdenkt, auch schauen kann. Da gibt es ja auch ganz viele Tools, die man mittlerweile an die Hand bekommt, wo man auch einsparen kann. Jetzt hast du es gerade angerissen, was ich auch super spannend fand. Um den Klimawandel zu schaffen, bedarf es auch eine Umstellung oder eine Veränderung der Gesellschaft, was du gerade gesagt hast. Wir können es ja auch nicht beeinflussen, ob Politiker mit einem Flugzeug Inlandsflüge machen oder wie auch immer oder wo auch immer sie Termine zum Beispiel wahrnehmen. Kannst du mal erklären, was du mit der Umstellung genau meinst, beziehungsweise wie auch so eine Umstellung deiner Meinung nach gelingen kann von der Gesellschaft? Ja klar, also das klingt immer so komisch, ne? Gesellschaft umstellen, das ist so nebulös. Also das heißt ganz konkret, aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen sozusagen. Also das ist der größte Hebel, dass wir die Kohle und das Gas und das Öl, was wir aktuell verbrennen für verschiedenste Dinge, dass wir das in Zukunft anders machen. Und ja, das machen wir, das können wir hauptsächlich so machen, dass wir das in Zukunft das meiste eben ja mit Strom machen. Dass wir eben keine Verbrennungsmotoren mehr haben, sondern Elektromotoren, dass wir keine Gasheizung oder Ölheizung mehr haben, sondern eine Wärmepumpe. Und da gibt es natürlich auch ganz viele andere Maschinen in irgendwelchen Fabriken, die aktuell mit Gas oder Öl laufen oder immer weniger glücklicherweise. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir auf einmal jetzt wegen Klimakrise alles auf Strom umstellen. Das hat ja auch ganz praktische Gründe. Deswegen laufen ja die meisten großen Maschinenfabriken ohnehin schon längst mit Strom. Das Problem ist nur, dass auch dieser Strom natürlich dann erzeugt werden muss, ohne dabei noch mehr fossile Brennstoffe zu verbrennen. Ja, und das machen wir mit Energiewende. Also mit dem Schiff weg von Kohle- und Gaskraftwerken hin zu bei uns hauptsächlich Wind und Solar. In anderen Ländern gibt es das ganz genauso. Das ist auch so ein Trugschluss, dass jetzt alle denken, wir würden in Deutschland irgendwie alles umstellen müssen und der Rest der Welt wird sich darüber kaputt lachen. Das ist glücklicherweise ein globales Phänomen. Also alle großen Volkswirtschaften bauen gerade wie irre Stromquellen zu, die eben keine fossilen Brennstoffe benötigen. Manche machen das mit einem größeren Atomanteil als wir, also weil unsere Null ist, Kunststück. Aber die ganz große Bewegung ist ein weltweiter riesiger Zubau in Solar- und Windkraft. Und das ist eben, was sich viele auch nicht vorstellen können. No offense, ne? Also konnte ich am Anfang auch nicht. Ich war auch einer von denen, die in der Kommentarspalte geschrieben haben, wo soll der ganze Strom dafür herkommen? Wie soll das funktionieren? Und habe dann eben mich lange damit beschäftigt und nachgerechnet und geguckt, wie viel Fläche das verbraucht und habe gemerkt, ja okay, das kann halt echt gut funktionieren. Ne? Und das Schöne ist, man muss es jetzt nicht mehr in diesem Konjunktiv sagen, es funktioniert bereits. Und nicht nur in Deutschland, wir ballern damit jedes Jahr richtig krass CO2-Emissionen aus dem System raus und haben, ich glaube, unsere Kohlekraftwerke haben letztes Jahr so wenig Strom erzeugt wie zuletzt 1956. Und das, finde ich, ist ein ganz gutes Bild irgendwie. Also wenn man sich das mal vorstellt, wir haben einen Kohleverbrauch für unsere Stromerzeugung, der ist so weit unten wie zuletzt vor über 70 Jahren. Ja, nee, nicht für über 70, vor ungefähr 70, vor knapp 70. Ich habe falsch gerechnet gerade. Knapp aber, ja. Aber knapp. Und das, finde ich, ist eine sensationelle Zahl. Wenn man sich das vorstellt, weil man ja gerne irgendwo liest, keine Ahnung, ja, jetzt müssen wir ganz viel Kohlekraftwerke wieder anschmeißen. Wir haben immer eine ganze Menge Kohlekraftwerke im System drin, einfach als Backup, weil ja, Stromsysteme machen wir Deutschen halt sehr redundant, weil wir, ja, wir sind halt die Hüter der Porzellankiste. Wir mögen es halt gerne sicher, so sind wir. Dafür fällt bei uns auch weniger der Strom aus, verglichen mit, keine Ahnung, US-Bundesstaaten wie Texas oder sowas. Da wird weniger redundant gemacht, dafür haben die Leute halt alle in der Garage ein paar Kerzen, Taschenlampen und Notstromgeneratoren. Ja, weil wir damit rechnen müssen, dass einmal im Jahr mal irgendwann alles zappenduster ist. Und dafür haben wir ein paar Backup-Kraftwerke im Netz, aber die laufen halt nur ganz wenig im Jahr. Wir haben auch 5 Gigawatt Ölkraftwerke irgendwo rumstehen, einfach für den Fall, dass irgendwo mal ganz großer Mist passiert, damit ja überall weiter Strom ist. Aber obwohl wir die alle haben, geht deren Benutzung krass runter gerade. Und das ist eigentlich der Hauptplan, Öl, Kohle und Gas ersetzen und damit Strom zu erzeugen und dann mit diesem sauberen Strom auch alles andere ersetzen, wofür wir aktuell auch noch irgendwas verbrennen. Das können wir mit ganz, ganz vielen Dingen machen. Es gibt ein paar Anwendungen, bei denen werden wir ums Verbrennen leider nicht drum rumkommen. Aktuell bei Schiffen und Flugzeugen gibt es keine Technologie am Horizont, die das der derzeitigen Ausprägung irgendwie umsetzen könnte. Da werden wir wahrscheinlich echt Benzin praktisch nachbauen müssen aus Erneuerbaren, also so wie E-Fuels halt.
Aber das sind glücklicherweise eben auch nur Quellen für, ich glaube, weltweit 6% der Emissionen. Das heißt, den absoluten Löwenanteil können wir mit Elektrifizierung loswerden. Ich würde gerade auf die Technologien gerne nochmal mit dir eingehen, weil es gibt ja so Einzelfälle, die beschreibst du auch teilweise im Buch, dass dann wieder ein Auto mit Sonnenblumenöl fährt oder mit Speiseöl und so weiter. Und da sagst du ja auch, und ich glaube, da sind sich eigentlich die meisten Expertinnen einig, dass es ohne die Skalierung von Technologien einfach nicht geht. Weil man immer überlegen muss, wie kann das in die Masse gebracht werden. Und du hast ja gerade schon auch Solar-, Sonnenenergie bzw. Windkraft angesprochen. Was sind denn deiner Meinung nach die Technologien, auf die wir jetzt ganz stark setzen sollen, wo du auch siehst, dass es in Zukunft wirklich ein riesen Einsparpotenzial für uns gibt? Ich glaube, ich muss gar nicht sagen, auf welche wir setzen müssen. Wir können es einfach angucken, was echt der Weltmarkt macht, um auch die Kritik rauszunehmen, dass wir jetzt irgendwie ideologisch vorschreiben wollten, was alle nehmen sollen. Wir können ja mal gucken, was weltweit gerade den größten Erfolg hat. Und das sind Solarkraft, Windkraft, Batterietechnik, Wärmepumpen und aktuell gibt es noch echt ein paar ganz spannende Entwicklungen in der Geothermie. Bis jetzt habe ich ganz frisch gelesen, es gibt ein paar Firmen aus den USA, die haben so einen neuen Ansatz, um praktisch horizontal zu bohren. Und dadurch machen die mehrere Horizontalbohrer und können dadurch durch einen Bohrvorgang viel mehr geothermische Energie sozusagen rausholen. Ist noch ein bisschen ungewiss, aber ich muss es jetzt mal mit aufnehmen, weil es gerade echt spannend wird. Und das sind so die Technologien, die werden einfach auch wahnsinnig billig, weil davon so viel hergestellt wird. Das ist eben der große Vorteil von Industrialisierung. Wir Menschen haben es gelernt, die immer selben Teile in sehr großer Stückzahl bei immer sinkenden Kosten herzustellen. Und das trifft natürlich auf Solarzellen zu, das trifft auf Batteriezellen gerade super krass zu. Also wenn man sich anguckt, wie die Kosten runtergehen, das sind alles Zahlen, die Analysten vor 5 oder 10 Jahren hätten die gesagt, das kann nicht sein. Das hätten die als vollkommen naiv abgetan. Aber wir sind da jetzt. Also die neuesten Zahlen von CATL, von diesem Batteriezellenhersteller aus China, prognostizieren, ich glaube, $60 pro Kilowattstunde. Und das, also $60 pro Kilowattstunde Batterie, das ist, wenn die es schaffen, ist aktuell noch deren Aussage, muss man mal vorsichtig sein, aber wenn die das schaffen, das wäre sensationell. Also eine Nissan Leaf Batteriezelle vor, ich glaube, 12 Jahren hat noch über $1,000 gekostet. Und jetzt sind wir bei 60. Und bei Solar war es genauso. 2009 hat man, glaube ich, $360 für eine Megawattstunde Solarenergie bezahlt. Und dann war man 10 Jahre später bei $36. Also es hat sich einfach, ist ein Zehntel nur noch der Kosten. Und das ist eben die ganz große, unser großes Ass im Ärmel, sage ich mal. Ich fürchte, wenn die Menschheit damit konfrontiert gewesen wäre, die Klimakrise nur zu lösen, indem wir alle uns jetzt ein bisschen kürzer treten. Ich weiß nicht, ob die Spezies schon so weit gewesen wäre. Da wäre ich auch großer Dystopie-Fan, aber wir haben das große Glück, dass viele dieser Technologien jetzt einfach günstiger werden, als fossile zu verbrennen. Und das gibt mir sehr große Hoffnung, denn dadurch müssen diese ganzen Menschen weltweit auch keine großen Klimaschutz-Fans sein. Sind sie natürlich irgendwie, wenn man es indirekt einrechnen würde, wenn man sie jetzt fragen würde, möchtest du, dass der Planet in 20 Jahren so oder so aussieht, sagen natürlich alle bei klarem Verstand natürlich nicht so wie bei 2 Grad Erwärmung. Aber das wissen halt leider noch nicht alle. Der Punkt ist nur, jetzt investieren wahnsinnig viele von denen in diese Technologien. Also kann man auch sehen, der US-Bundesstaat, in dem am meisten Solar- und Windenergie ausgebaut wird, ist Texas. Und das ist jetzt nicht gerade der Staat, wo man von Haustür zu Haustür gehen kann und mit Leuten sagen, ey, wollen wir mal über Klimaschutz reden und viel Freude sich macht. Das passiert auch in Australien, das passiert in China wahnsinnig viel und das sind jetzt alles nicht die Orte, wo das Thema, wo es irgendwie große Fridays for Future Bewegungen geben würde oder sowas. Wir werden da einen großen Vorteil haben, weil das alles billig wird. Also hauptsächlich Batterie und Solar, Wind auch, nur nicht ganz so stark wie die beiden und Wärmepumpen gehen auch gerade total zurück im Preis. Und das sind, glaube ich, so die 4 Haupttechnologien, die uns, ich glaube, 70% oder 80% der Emissionen einsparen können. Mhm. Du hast einen Punkt gesagt, die Preissenkung quasi, es wird alles günstiger, billiger. Was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass die Technologien ja auch immer besser werden. Also es forschen ja auch immer ganz viele dran, dass Batterien zum Beispiel kleiner werden, weniger Rohstoffe verbrauchen und trotzdem leistungsfähig sind. Und langlebiger. Und langlebiger, genau. Ja.
und die auch recycelt werden können und so weiter. Ja. Das ist bei fossilen Energien oder bei fossiler Energie leider nicht so und trotzdem ist es ja aktuell sehr stark gefördert. Ne? Es sind da irgendwie lang etablierte Netzwerke, die das ganz vehement verteidigen. Und da frage ich mich oft, kann man gegen so eine Lobby überhaupt ankommen? Man kann schon. Die Frage ist nur, wie schnell man damit ist. Ne? Das sieht man ja auch. Also vor 10 Jahren, da gab es noch ganz viel Desinformation von dieser Seite, die erstmal versucht hat, die Menschen davon zu überzeugen, dass es gar kein Problem gibt. Und das funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Also die allermeisten Menschen sehen mit eigenen Augen jetzt, dass es ein Problem gibt. Es ist sehr schwer, sie davon zu überzeugen, dass wir es einfach ignorieren können. Deswegen wird jetzt darauf geschiftet, die Lösung des Problems anzugreifen und zu sagen, naja, also ja, E-Autos, Wärmepumpen, das ist alles schön, aber die sind noch nicht reif, die sind noch nicht marktreif, ist so ein gerne benutztes Buzzword, oder sind noch zu teuer, oder deswegen auch diese beliebte Erzählung mit dem Lithium. Ich gehe mal stark davon aus, dass irgendwann sich irgendein PR-Fuzzi von irgendeiner Ölfirma sich darauf gestürzt hat und damit das Ganze angefangen hat. Deswegen ist die Strategie, es jetzt zu verzögern. Ich vermute mal, dass die meisten von denen schon sich bewusst sind, dass sich das ändern wird, dass auch deren Verkäufe in Zukunft sinken. Also auch in China wird aktuell prognostiziert, dass deren Ölkonsum in den kommenden Jahren jedes Jahr um 1,1% sinkt. Und das werden die natürlich wissen, sie versuchen nur es noch zu verzögern, denn in jedem Jahr, in dem wir weniger E-Autos verkaufen, haben die einfach noch ein paar schöne Milliardengewinne, die sie mitnehmen können. Und im Prinzip ist es diese eine ganz, ganz dumme Wette auf darauf, wie viele Menschen man davon überzeugen kann, dass man noch nicht aktiv wird, um am Ende ein gefülltes Bankkonto zu haben. Und ja, es wäre deutlich hilfreicher, wenn diese Menschen verstehen würden, dass ihr volles Bankkonto ihnen auf einem kaputten Planeten leider nicht viel bringt. Ne? Ich sage dann mal gerne, also keine Ahnung, jemand mit 2,5 Milliarden US-Dollar auf dem Konto hat davon nicht viel, wenn er in einer Mad Max-Zukunft lebt. Da kann man nämlich von den 2,5 Milliarden Dollar nichts mehr kaufen. Und deswegen ist es ein Trugschluss, dass das irgendwie, selbst wenn man so egoistisch ist, wie man sein möchte, dass das irgendeinen Sinn ergeben würde. Würdest du dann trotzdem sagen, dass, was man ja immer wieder hört, um jetzt auch auf das Thema Geld nochmal zu kommen, gerade mit den 2 Milliarden auf dem Konto, dann ist es natürlich einfach, sich ein E-Auto zu kaufen oder auch, wenn man es will. Ne? Wenn man es will, ist ja auch wieder die Frage. Aber würdest du sagen, dass Klimaschutz beziehungsweise klimaneutraler zu leben Luxus und teuer ist für den Einzelnen, für die Einzelne? Kommt ein bisschen darauf an, in welchem Gebiet, aber ja, wenn es natürlich um neue Technologie geht und diese Preise, ja, also das Problem ist natürlich bei diesen Technologien, ist, dass die Upfront-Investition, die ist halt immer höher. Mhm. Ne? Es ist in der Gesamtschau jetzt schon günstiger in vielen Fällen, aber an vielen Stellen kostet ein gleichwertiges E-Auto in der Anschaffung einfach noch mehr als der gleich große Verbrenner. Wird wahrscheinlich auch in ein paar Jahren nicht mehr so sein. Und da muss man natürlich das nötige Kleingeld haben, um die Investition erstmal zu stemmen. Das ist in der Tat sehr ärgerlich. Ich wünschte mir, es wäre anders. Ich wünschte mir, die Skaleneffekte würden da schon voll durchschlagen und wir würden sehr bald das erste E-Kleinauto sehen, was günstiger ist als der Verbrenner. Aber ja, natürlich ist das dann ein Problem und wir müssen auch echt aufpassen, dass wir die Menschen, die eigentlich klimaneutral leben wollen, uns das nicht leisten können, dass man die halt nicht schenkt dafür und sagt, wieso fährst du denn im Verbrenner rum? Deswegen, also Shoutout, ich fahre auch leider manchmal im Verbrenner rum, weil die Carsharing-Flotte von Wiesbaden aktuell 3 E-Autos bereithält. Wenn die alle vergeben sind, ja, dann sitze ich halt im VW Lupo mit einem Verbrennungsmotor. Das heißt, man muss auch nicht den Anspruch an sich haben, bei jeder Technologie sofort ganz vorne mit dabei zu sein. Im Gegenteil, gerade wenn man irgendwie finanziell nicht gut dasteht, dann benutzt erstmal das weiter, was ihr da habt. Das ist überhaupt kein Punkt, sich jetzt irgendwie als, ja, weiß ich nicht, Klimafeind irgendwie selbst zu sehen. Es ist ja immer so, dass die eher wohlhabenden Menschen bei so einer Technologie ganz vorne mit dabei sind, egal welche das ist. Also die ersten ganz super teuren Smartphones sind auch nicht von Bürgergeldempfängern gekauft worden, sondern wahrscheinlich von irgendwelchen superreichen Leuten, die gesagt haben, ja, 1000 Dollar für ein Telefon gebe ich gerne aus und war ich auch nicht dabei.
Und die können ja gerne erstmal anfangen und dafür sorgen, also die ersten Menschen, die solche teuren Produkte kaufen, die sorgen ja auch dann dafür, dass die Produktion hochgeht und die nächste Generation der Produkte wieder günstiger wird. Und eigentlich, finde ich, ist das dann eigentlich ein ganz faires System. Also dann, die fahren halt zuerst schon damit und dann damit machen sie es billiger für alle anderen. Was man aber, wenn man sich das nicht leisten kann, der trotzdem machen kann, ist, dass man eben nicht auf Facebook geht und dann darüber wettert, dass das blöde Technologien sind, wenn man sich selbst nicht leisten kann. Ich glaube, da kann man selber aktuell noch viel mehr tun, als selbst eins zu fahren. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt, das irgendwie clever anstellt und ein paar coole Videos macht und auf Instagram hochlädt und Leuten erklärt, dass die mit dem nötigen Kleingeld sich am besten jetzt schon mal ein E-Auto kaufen, dass man damit mehr CO2 vermeidet, als wenn man jetzt selber den Umstieg macht. Und das kann ich dann immer nur sagen. Wenn ihr das Kleingeld nicht habt, ja, dann ist das so. Müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber versucht einfach das Thema auf anderen Ebenen schon mal zu pushen. Das kann jeder. Wir kommen langsam auf die Zielgeraden, Jan. Und ich fand aber eine Aussage in deinem Buch, die ist ganz dick und fett mit drinne. Da steht, fuck you CO2, geh dahin zurück, wo du hingehörst. Und ich habe mich gefragt, wo gehört es denn deiner Meinung nach hin? Weil da gibt es ja auch ganz viele Ansätze. Ach so, ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Also am besten wäre es natürlich, wenn wir es wieder irgendwie unter die Erde kriegen würden oder irgendwo, wo es halt nicht mit Sonnenstrahlung wechselwirkt, quasi, sozusagen. Ja. Ist, glaube ich, in den meisten Ansätzen unter der Erde. Es gibt ja auch schon irgendwelche Standorte, wo das aktiv gemacht wird. Also ich glaube, auf Island gibt es diese, heißen die Climeworks? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, die heißen so, ne? Die nehmen das, glaube ich, verpressen jetzt in Basaltgestein, weil das dann ewig hält. Also das CO2 wird genommen und dann wird daraus neues Basaltgestein gemacht, sozusagen. Und der Stein liegt halt dann in Island irgendwo in der Höhle rum und ist artig und benimmt sich ordentlich. Problem ist, dass es halt aktuell noch viel teurer ist, das zu machen, anstatt erstmal zu vermeiden, dass wir irgendwo anders welches ausstoßen. Also wenn wir jetzt aktuell sehr viel Geld da reinstecken würden, dann würden wir praktisch einen großen Haufen Geld nehmen und würden dann damit dafür sorgen, dass wir, keine Ahnung, nehmen jetzt einfach irgendeine Zahl, sagen wir mal, 1 Million Tonnen CO2 verpressen würden. Und in derselben Zeit emittieren wir aber 13,7 Milliarden Tonnen CO2. Und das heißt, wir würden dann einen ganz kleinen Anteil in der Erde wieder verpressen, aber ein Vielfaches davon emittieren. Das heißt, das ist eine Technologie, da lohnt es sich jetzt schon zu forschen und zu gucken. Denn es wäre natürlich schön, wenn wir dann in Zukunft, wenn wir alle Emissionsquellen haben versiegen lassen, wenn wir es dann auch schaffen würden, den CO2, die Konzentration der Atmosphäre auch wieder ein bisschen zu senken, dafür zu sorgen, dass wir wieder vorindustrielle Zeiten, das wird ein bisschen dauern, aber eine Erwärmung um 1 Grad wäre schon mal irgendwie ganz gut. Und ja, gibt es verschiedene Ansätze. Ich hoffe auch da auf eine Skalierung und dass das irgendwie günstiger wird. Wie gesagt, deswegen habe ich auch eben die Sache mit der Geothermie gesagt, da geht es darum, dass man Bohrungen an sich günstiger macht. Da gibt es irgendwie super krass neue Technologien, mit denen man ja Bohrtechnik sozusagen einfach günstig macht. Und eine Hoffnung ist auch, dass man damit CO2-Verpressung irgendwie ein bisschen günstiger hinbekommt. Muss man nur immer aufpassen, dass das Thema nicht gekidnappt wird von Leuten, die einfach keinen Bock auf Klimaschutz haben und dann sagen, ach nee, lass mal nicht diese teuren Anführungszeichen Windkraftanlagen dahin bauen, lass lieber irgendwo so eine Maschine hinstellen, die praktisch wie so ein elektrischer Baum funktioniert und das Zeug aus der Atmosphäre rausholt, denn das sind dann meistens Versuche, Klimaschutz zu verhindern. Mhm. Also auf jeden Fall noch keine Lösung für dich und mich, dass wir quasi CO2 in Stein festsetzen. Ja, leider. Ich nicht genau weiß, was kommt. Aber Jan, kannst du vielleicht nochmal oder kannst du 3 Schritte, 3 Aktionen nennen, die jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ab morgen oder ab heute direkt, man muss ja gar nicht bis morgen warten, direkt anders machen und umsetzen können, damit es auch aufs Klima einzahlt? Erstens Fliegen überdenken. Ich weiß, macht mega Spaß, irgendwo hinzufliegen, habe ich auch viel gemacht, aber Europa ist echt mega groß. Ich bin dieses Jahr mit dem Schlafwagen nach Schweden gefahren und hatte einen super schönen Urlaub da und ich glaube, allein dieser Kontinent ist so groß, dass man ihn mit einem Menschenleben nicht komplett erleben kann. Ich sage das natürlich aus einer privilegierten Situation heraus. Ich habe keine Familie irgendwo in Übersee wohnen. Da ist es natürlich nicht ganz so einfach. Deswegen am besten nicht fliegen. Und wenn ihr doch fliegen müsst oder wollt,
dann versucht es nicht so sehr zu zelebrieren. Macht kein Foto aus der vom Boarding und schreibt unter, ah, guck mal, wir sitzen gerade auf dem Weg nach, keine Ahnung, Ibiza oder sowas. Weil das natürlich ganz viele andere Menschen dazu motiviert, das auch zu machen und weil das das Ganze normalisiert. Und da müssen wir uns vielleicht aktuell ein bisschen im Riemen reißen und versuchen, ja, zu warten. Ihr könnt auch in 20 oder 25 Jahren noch fliegen, wenn da grünes Kerosin hoffentlich dann in den Tanks rumschwappt. Punkt 2, weniger Tierfleisch essen. Ich sage bewusst weniger. Ich weiß, die zuhörenden VeganerInnen, die werden jetzt aufschreien und sagen, wieso sagt der nicht keins? Weil es ums Thema Klima jetzt gerade geht. Also aus Tierrechtsperspektive muss man natürlich sagen, es ist gar keine Tierprodukte, aber wenn es darum geht, das Klima zu schützen, dann hat es eben schon einen riesigen Impact, das zu vermeiden. Und das Schöne daran ist, dass man es psychologisch vielleicht einfacher erreichen kann. Denn zu sagen, ich höre damit komplett auf, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich sage euch, die Supermärkte sind voll mit Ersatzprodukten für eine ganze Menge Sachen und ihr werdet keinen Unterschied schmecken. Also ob ihr von, keine Ahnung, einen Soja-Joghurt esst oder einen Kuhmilch-Joghurt, ich wette, im Blindtest werden die meisten es nicht rauskriegen. Genauso diese ganzen Sachen, die man sich anbraten kann, Fischstäbchen und weiß nicht. Ey, probiert euch ein bisschen durch. Es gibt auch Sachen, die schmecken ganz furchtbar, dann sagt gerne, ey, das schmeckt furchtbar, aber wie bei Fleischprodukten auch, gibt es auch da Sachen, die schmecken furchtbar und manche schmecken richtig geil. Kann jeder was machen und wenn es nur einmal die Woche ist und man sagt, ich esse heute einen Schnitzel aus Seitan, das bringt echt wahnsinnig viel. Und das Dritte wäre tatsächlich, finde ich, am wichtigsten zu gucken, wen ich wähle und wem ich meine Stimme gebe, wer eben diesen Systemumbau voranbringt. Denn das ist, wie gesagt, das ganz große Ding. Und da können wir mit persönlichem Einsatz nur begrenzt was machen. Und es hat einen riesigen, riesigen Impact, ob es einfach ist, irgendwo eine Windkraftanlage aufzubauen oder ob man erstmal 70 Leitsordner mit Anträgen ausfüllen muss und dann eine Bürgerinitiative einfach irgendeinen seltenen Lurch finden muss und dann sagen kann, ich verhindere das hier. Das hat eine wahnsinnig große Auswirkung und da müssen wir uns echt überlegen, wen wir wählen. Ich sage jetzt bewusst keine Partei, könnt ihr euch ja selber angucken. Und wenn ihr sagt, ich wähle gerade eine Partei und ich weiß nicht, was sie fürs Klima macht oder ich finde die Parteien, die alle vorschlagen, aber blöd, weil was weiß ich was, die mir bei anderen Punkten irgendwie dagegen, ey, dann tretet die Partei ein und versucht da Klimathemen zu pushen und sagt, ich bin aber, keine Ahnung, konservativ, ich möchte, dass die CDU in Zukunft eine bessere Klimapolitik macht, dann tretet da ein und macht konservative Klimapolitik, denn eigentlich ist Klimapolitik das Konservativste, was man machen kann, weil es den Planeten so erhält, wie er gerade ist und es eigentlich ist es krass radikal, das Gegenteil davon zu machen, weil wir damit einfach alles ändern. Und jemand, der konservativ ist, muss eigentlich beim Gedanken, dass wir einfach das Klima und damit das Wetter in unserem Land ändern, eigentlich nachts wach werden, aufschreien und sagen, das will ich nicht. Danke, Jan. Auf jeden Fall drei wirklich, finde ich, sehr einfach umzusetzende Punkte. Und ich fand es auch gut, dass du bei Punkt 2 Kuhmilch gesagt hast, weil der Barista meines Vertrauens fragt mich immer, ob ich Hafer oder normale Milch trinke. Ja, ja, ja. Genau, wir haben noch eine Frage, Jan, die jeder Gast zum Ende der Folge gestellt bekommt. Und witzigerweise beschreibst du ja einen Tag im Jahr 2040 in deinem Buch Weltuntergang fällt aus, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, den Teil zu lesen, weil ich ihn sehr, sehr schön fand, wenn er wirklich so kommt, hoffentlich. Und zwar ist die Frage, wie sieht die Welt, also nicht einen Tag, sondern wie sieht die Welt in 10 bis 20 Jahren aus? Okay, kann ich natürlich jetzt nur ein bisschen in die Kristallkugel gucken. Ich weiß es natürlich leider nicht oder zum Glück nicht, weiß ich nicht genau. Aber sie wird auf jeden Fall, ich gehe sehr stark davon aus, dass die Welt in 10 Jahren insgesamt weniger CO2-Emissionen hat als heute. Also noch nicht null, aber wir werden global weniger emittieren. Die meisten Thinktanks gehen davon aus, dass wir bereits dieses Jahr zum ersten Mal weniger emittieren als letztes Jahr. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir da weltweit eine Reduktion beobachten in den meisten Staaten. Wir werden ja deutlich weniger Kohle und Gas und Erdöl eben verbrennen. Ich hoffe, dass wir in unseren großen Städten ein bisschen vom Auto weggekommen sind und wir Plätze haben und Flächen und Orte, an denen es
ja, wieder Spaß macht, sich aufzuhalten, wo die Lebensqualität gestiegen ist, die nicht nur darauf gebaut werden, dass möglichst viele Autos sie in Zeitraum X passieren können, sondern dass man da halt wieder gerne ist und dass wir diese Räume für uns zurückgewinnen. Und ich vermute mal, dass wir deutlich weniger Sachen im Alltag verbrennen. Ich glaube, wir werden eine deutlich bessere Atemluft haben, weil sich immer mehr Technologien durchsetzen, die ja ohne das Verbrennen von irgendwas auskommen. Und das wird, hoffe ich, auch andere positive Auswirkungen haben, dass wir ja weniger Abgasen ausgesetzt sind, weniger Lärm, weniger von diesen hässlichen Regenbogen schimmernden Pfützen, die man im Herbst und im Winter sieht, weil irgendjemandem der Tank wieder brüchig geworden ist. Und deswegen, also ich glaube, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich wieder noch ein bisschen wärmer geworden ist als dieses Jahr, weil wir die Erwärmung noch nicht komplett gestoppt haben, wird es aber insgesamt eine sehr lebenswerte Welt sein, die auch gerechter sein kann, weil wir dann weg uns bewegen von einer Welt, in der es ja so ein paar einzelne Staaten gibt, die halt in der Rohstofflotterie gewonnen haben und deswegen alles machen können, was sie wollen, und hin uns auf eine Welt bewegen, in der ja alle Staaten für sich selber so ein bisschen Energie gewinnen und damit auch alles ein bisschen demokratischer und gerechter wird. Klingt super, Jan. Schöne Schlussworte. Danke dir für deine Zeit heute. Ich finde es auch, leider können es die Zuhörer, Zuhörerinnen ja nicht sehen, wie viel Euphorie bei dir in den Augen, im Gesicht auch ist. Das ist echt schön. Und ich finde auch dein Buch, also Weltuntergang fällt aus, das ich jetzt gelesen habe, macht da wirklich Mut und Hoffnung und zeigt auch auf, was eben schon gut läuft. Und du darfst gerne noch kurz Werbung machen, weil ich glaube, du hast jetzt auch kürzlich erst ein neues Buch rausgebracht, ne? Ja, richtig, genau. Mein zweites Buch heißt Klima-Bullshit-Bingo. Und das ist für alle Zuhörenden, die sich selbst manchmal in so einer Diskussion befinden und am liebsten schreien möchten und müde geworden sind, auf diese immer gleichen Scheinargumente einzugehen. Deswegen Klima-Bullshit-Bingo. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Bullshit-Bingos, also eine Sammlung von 25 Blödsinnsargumenten zu einem Thema. Deswegen sind da 25 Scheinargumente zum Thema Klima und meine Erklärung, warum es Scheinargumente sind. Und am Ende eines Kapitels kommt so eine kleine, knackige Zusammenfassung, die man praktisch nehmen kann. Und wenn man sich aktuell mit seinem Großonkel Günther in der Diskussion befindet und der sagt, E-Autos sind aber blöd wegen des Lithiums, dann könnt ihr praktisch einen Teil dieses Ende des Kapitels rauskopieren und ihm in die Diskussion in WhatsApp oder sowas reinkopieren. Und wenn ihr keinen Bock habt, das abzuschreiben, sind da sogar so kleine QR-Codes drin, damit kann man sie sich einscannen und dann landet man auf der Seite, wo man sie sich einfach rauskopieren kann und irgendwo einfügen. Und ich hoffe, dass wir damit ein bisschen weniger Bullshit in Zukunft haben und uns über die Sachen beim Klimaschutz diskutieren, die auch wirklich diskutabel sind. Denn es gibt ja wirklich ganz viele Themen. Ja, da möchte ich selbst gerne mal ein paar Experten auf der Bühne bei Hart aber Fair sehen, die sich wirklich darüber streiten, weil es da was zu streiten gibt, weil wir selbst nicht wissen, was passiert da eigentlich. Und vielleicht, ich hoffe, dass ich mit dem Buch einen kleinen Beitrag leisten kann, dass wir da schneller landen als ohne. Ganz bestimmt, Jan. Vielen Dank für deine Zeit. Und alles Gute weiterhin. Danke für die Einladung. Danke auch an euch fürs Zuhören. Mehr zu Jan und zur Jetzt-Klimachen-Kampagne findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns, lasst eine Bewertung da und empfehlt den Podcast weiter. Mein Name ist Chris Veit und damit ciao, ciao und bis zum nächsten Mal bei Jetzt-Klimachen. Jetzt-Klimachen, der Podcast, ist eine Produktion von Changing Time im Auftrag der Landeshauptstadt Stuttgart. Thank you.